Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius. So, wir machen wie immer weiter, wo wir aufgehört haben und lassen uns dieses Jahr vom Dezember nicht unterkriegen. Für die Leute, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, die wissen ja, dass ich letztes Jahr im Dezember praktisch den kompletten Dezember über keine Episoden hochgeladen habe. Also ich war fast den kompletten Dezember über so beschäftigt, dass ich nichts gemacht habe. Und das liegt daran, dass ich eben, oder dass generell viel ansteht im Dezember, viele Feiertage und viele Geburtstage, unter anderem auch mein eigener, aber dieses Mal nicht. Dieses Mal machen wir trotz aller Feiertage weiter und ziehen das hier durch komplett bis ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut rumgebracht. Zum Zeitpunkt, wenn ihr das hier seht, sollte ja Weihnachten vorbei sein, die Weihnachtsfeiertage. Aber das neue Jahr steht vor der Tür. Und könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch so vorgenommen habt fürs neue Jahr, wenn ihr das hier seht. Jedenfalls merkt ihr es ja auch hier schon, ne, dass das alles so ein bisschen weihnachtlich gehalten ist. Auch wenn es momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme überhaupt nicht schneit. Also ich habe hier überhaupt gar keinen Schnee oder sowas in der Richtung. Höchstens mal ein bisschen Regen. Das heißt, eine richtig weihnachtliche Stimmung kommt in der Form nicht auf. Aber was wir hier zu sehen bekommen, das sorgt auch ein bisschen dafür, hoffe ich doch mal, dass man so ein kleines bisschen Weihnachtsgefühle bekommt. So, ihr seht schon, dass ich hier, oder ein bisschen winterliche Gefühle, sag ich mal. Ihr seht schon hier, ich habe schon ein bisschen Daily Quests gemacht. Ich muss noch zwei Vortex-Missionen machen, dann kriegen wir auch hier alles andere. Das hier, zwei Dungeons abschließen, Hauptmission und Beschwöre eine Einheit habe ich auch schon gemacht. Und dafür gibt es dann Energie, wenn man das Ganze einlöst. Wir brauchen die Energie für die, ja, für die nächste Mission, hier für die nächste Story-Mission auf der Insel Koloboss. Und wir wollten ja jetzt reingehen in den Marsch von Koloboss. Nachdem die letzte Episode etwas kürzer geworden ist, wird die hier wahrscheinlich wieder so lang wie sonst auch. Im Prinzip sind ja fast alle Folgen Überlänge. Also, die Ruinen liegen in dieser Richtung. Ja, aber bevor wir dorthin gehen, könnten wir in Felicitas Halt machen? Meine Mutter sagte immer, sie würde die Landschaft in Felicitas lieben. Okay, scheint ein Dorf zu sein oder eine Stadt oder ein Ort. Irgendein Ort wird sein. Ich weiß, es ist ein Umweg, aber vielleicht ist meine Mutter dort. Ich verstehe. Dann machen wir erst einmal Halt in Felicitas. Laswell, was geht hier vor? Du hast Umwege. Und lässt uns das nie vergessen. Du bist sehr nett zu Emma. Ich wusste nicht, dass du so viel übrig hast für süße Mädchen. Du bist auch nicht besser als ich. Wirf uns nicht in einen Topf! Es ist meine Pflicht als Ritter von Grandchild, jenen in Not zu helfen. Ich will bloß einem Mädchen helfen, ihre Mutter zu finden. Oh, Laswell hat doch ein Herz. Ein kaltes, eingefrorenes Herz, aber es ist ein Herz. So, ihr seht, 10 Energie kostet einmal das hier machen. Wir haben aber nur 34 und es wird wahrscheinlich wieder 3, 4 oder 5 von diesen Dingern geben. Darum habe ich schon mal Energie vorgespart sozusagen. Nur das ist der Grund. Keine Gegenstände, aber Magie benutzen, das kriegen wir hin. Wir haben ja unseren großartigen Energienutzer dabei, den X-Death. So, wen nehmen wir denn mal mit? Hier an der Stelle. Mal schauen. Vielleicht jemand Neues, vielleicht hier Agrias wäre ziemlich cool. So eine High-Level Agrias hatten wir, glaube ich, noch nie dabei oder länger nicht dabei. Ich will, wie gesagt, nicht zu stark sein. Neurosin hat immer noch Barts mit dabei, aber wie gesagt, wir haben ja Barts schon ein bisschen weiter als er. Deswegen werde ich diesen Barts jetzt nicht mitnehmen. Tut mir leid, Neurosin, zum Zeitpunkt der Aufnahme sehe ich es noch nicht. Oder siehst du, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weißt du noch nicht, dass ich das gesagt habe. Deswegen müssen wir erstmal so weitermachen. Aber ich glaube, wir kriegen das schon hin. Wir könnten auch mal Ilya mitnehmen. Die guten Snow, die hatten wir auch schon länger nicht mehr mit dabei. Und dann starten wir rein. Ihr seht, ich habe ein bisschen gelevelt wieder offscreen, ein bisschen gegrindet. Und ich bin gerade dabei, das werde ich später machen, wenn ich noch ein paar Vortex-Missionen mache, für die Erweckungskristalle zu kaufen. Oder zu erfarmen, besser gesagt, nicht zu kaufen. Kaufen wäre schön. Ein paar muss ich wahrscheinlich kaufen. Ich finde, wir sollten einen kleinen Umweg machen. Oh ja, ich liebe Umwege. Abgelehnt.
Das war so klar. So, mal schauen, was hat denn alles drauf? Aquaschlag. Machen wir mal Aquaschlag. Also eine normale Angriffsfolge, nur mit Aqua-Effekt. Wir machen mal hier Klingelblitz. Und dann würde ich mal vermuten, die sind anfällig für Blitz. Testen wir es mal. Blitzka! Nein, okay, es war normal. Machen wir auch Klingelblitz. Sehr schön. Und dann greifen wir noch mit allen anderen an. So, ein bisschen Auto-Angriffsmodus kann man auch mal machen. Oh, der kontert sogar hier, oder was? Ja, also wir könnten die mit Graviga ganz leicht wegpusten. Ich mache das aber jetzt mal nicht. Das wäre ein bisschen zu leicht, glaube ich. Ne, so wie wir das letzte Episode gemacht haben. Ihr habt ja die Macht von X-Def gesehen. Und Snow greift ziemlich viel an und ziemlich hart. Passt ja auch irgendwie zur Winterzeit, der gute Snow. Ach, guck mal hier. Ein Zombie ist gelähmt. Ein anderer ist tot. Glaube ich. Ja, der ist tot. Genau, richtig. Dann greifen wir jetzt mal den da an. Den, der nicht gelähmt ist. Der fängt sich erstmal ein Konter ein von Bartz. Und dann kriegt er alles weitere. Und ganz nebenbei... Ah, Mist. Ich wollte ja einmal gestern noch nicht machen. Oder Supernova. Na gut, ist auch egal. Sind sie eben beide tot. Ist auch gut. Lock kann aber ein bisschen stehlen. Und zwar bestehen wir mal so einen Zombie. Wie noch sonst. Esper-Träne mal 1 gestohlen. Das ist ja interessant. So, wir werden jetzt aber Snow's Limit Break sehen. Ich frage mich, wie viele Gegner das trifft. Alle oder einen. Teilweise sagt der Schaden. Achso, den haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Der haut voll drauf. Und das kann er auch machen. Überlegene Faust. Sehr schön. Sieht cool aus. Und jetzt machen wir einfach mal erneut. Weil wir für diesen Zombie noch nicht unbedingt Bartz Limit Breaks benutzen müssen. Ich glaube, danach kommt noch ein Kampf. Ich habe gar nicht so drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Wie es aussieht, dass er ihm noch eine mitgibt. Alle anderen kloppen drauf, aber Snow steht immer noch da. Ja, das war's schon. Sehr gut. Hätten wir doch einen Limit Break machen können. Na, ist egal. Auf ein oder zwei kommt es ja auch nicht an. So, wir kriegen viel Kohle, wir brauchen viel Kohle, wir kriegen viele Erfahrungspunkte, wir brauchen viele Erfahrungspunkte für uns und für unsere Einheiten. Bartz hat ein Level Up und er hat gelernt, alles geben. Neue Fertigkeit, das ist ja interessant. Ich wusste, dass er mit 61 was lernt. Jetzt wissen wir, was es ist. Magie haben wir auch benutzt, sehr gut. Und kein Weitermachen. Wir müssen endlich mal wieder ein bisschen Lapis sparen. Esper-Träne, da ist es. Grüne Flüssigkeit, Sonnentränen, bla bla. Okay, gut, nichts Großartiges. Drei Kämpfe sind das immer. Dann gehen wir mal da rein. Benutze Blitz-Ra. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben gar kein Blitz-Ra. Benutze mindestens zweimal einen Limit-Rausch. Das kriegen wir hin. Blitz-Ra benutzen. Wer hat denn Blitz-Ra? Keine Ahnung. Irgendein zweitklassiger Magier vielleicht. Allerdings haben wir keinen zweitklassigen Magier hier. Hope wäre einer. Hope ist ein zweitklassiger Magier. Ich glaube, wir nehmen auch Hope mit. Das ist unsere einzige Hoffnung hier momentan, dass er Blitz-Ra beherrscht. Ich weiß gar nicht, wir haben nur Blitz-Ga, ne? Wir haben ja keinen, sonst keinen Ra-Zauber. Shantotto lernt, glaube ich, Blitz-Ra. Oder er hier vielleicht? Ach, ich kann mir die Einheit sogar angucken, das ist ja gut. Magie, er hat Blitz-Ra. Na gut, er ist kein zweitklassiger Magier, aber er ist trotzdem gut. Der gute Kefka. Hat Hope eigentlich Blitz-Ra? Kann man sich auch angucken, glaube ich. Nee, der hat Eisgar und Feuergar. Jetzt will ich noch mal ganz kurz schauen. Wir haben, glaube ich, keinen Kefka hier zur Auswahl. Beherrscht sie vielleicht Blitz-Ra? Magie? Blitz-Gar. Blitz-Ra! Sie beherrscht Blitz-Ra, jawoll! Was ist denn das hier? Die ist ja fast immun gegen alles. Alter Schwede. Ziemlich mächtig, muss man echt sagen. Blitz-Gar und Blitz-Ra. Na gut, das ist super. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Wolke Dunkelheit mit. Die habe ich, glaube ich, relativ neu in der Freundesliste aufgenommen. Da habe ich eine Freundesanfrage gestellt. Hat sich ja bezahlt gemacht. Übrigens auch eine der besten Magierinnen oder physischen Angreiferinnen sogar. Berserker ist sie sogar. Wird als Berserker angegeben. Wir machen erst ein Blitz-Ra, damit das erledigt ist hier. Zack. So, dann greifen wir mit allem anderen an, was wir haben. Wir sollen noch zwei Limit Breaks machen.
Deswegen lohnt sich hier viel anzugreifen, damit du die Limitbreak-Anzeige schnell füllst. So, Konter von Barz hat gereicht. Wir machen mal Wolke der Dunkelheit, Angriff. So sieht das aus. Und sie ist tatsächlich sogar extrem stark im physischen Angriff. Ich meine, Barz macht ungefähr 1800 Schaden insgesamt und sie hat, kommt ziemlich nah dran. So, Rosa hat ihr Limit Break, deswegen machen wir jetzt einfach... Ach, Sahagin ist, glaube ich, anfällig für Blitz. Wir machen mal Gravigar. Und dann machen wir Blitzgar mit Wolke der Dunkelheit. So, sehr schön. Blitzgar! Ja, anfällig. Sahagin ist meistens anfällig für Blitz. Und sonst greifen wir normal an und benutzen auch unseren ersten Limit Break, nämlich Wunder von Baron. Dadurch haben wir unser Mana auch gleich wieder voll geheilt. Naja, fast voll. Für Wolke der Dunkelheit. So, noch ein Sahagin. Diesmal zeigen wir ihm die Macht von X-Death Blitzgar. Und das sieht so aus. 3800 Schaden, sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir machen mal hier... Ja, wir greifen mal mit allen denen da an. Wir müssen noch Limit Break benutzen. Lock hat ein Limit, sehr gut. Machen wir Auto. Damit haben wir wenigstens Schatzsuche aktiviert. Das ist auch der zweite Limit Break, den wir aktiviert haben. Und das war's. Grandios. Ja, wenn wir die ganze Zeit Gravigar gemacht hätten und dann alle weggepustet, dann hätten wir es gar nicht geschafft, zwei Limit Breaks zu bekommen, weil die Gegner einfach zu schnell sterben. So, Warentreue für Ferris. Ihr seht es hier, wir kommen gut voran mit der Warentreue. Perfekt. So, der nächste Kampf steht an. Ihr seht es hier oben an der Energie. Das wird ziemlich knapp. Marsch von Koloboss, alte Brücke. Vorher war finsterer Sumpf, Osten finsterer Sumpf und alte Brücke. Keine Schwarzmagie und benutze Magie. Also wir sollen Magie benutzen, aber keine Schwarzmagie. Interessant, das werden wir doch hinkriegen. Ich könnte ja Gilgamesh mitnehmen. Oder... Naja, so ein Dark Knight Cecil wäre doch mal cool. Roselia wäre auch ziemlich cool eigentlich. Wir nehmen einfach mal... Dark Knight Cecil mit, und zwar eine maximale Stufe Dark Knight Cecil. Oder ist der hier zur Auswahl? Nein, wisst ihr was? Wir haben ja Vanille nie mitgenommen, glaube ich, oder selten mitgenommen. Die gute Vanille, die ist zwar auch Magierin, aber die hat auch ein paar andere Fähigkeiten drauf, glaube ich. Die kann auch heilen und sowas, ne? Ihr beide seid wirklich stark! Na klar! Rain, sei nicht so eingebildet. Vergiss nicht Gebot Nummer 15 aus dem Ritterkodex. Das Herz eines Ritters sei von Demut erfüllt. 15? Boah, so viele Gebote gibt es? Ich glaube, es gibt ein bisschen mehr als 15, aber gut. So, ne, hier, Vitra, Medica, Anfeuern und zum Kram, das kann sie alles. Angriff und Death hoch, alle Verbündeten, das ist doch geil, das machen wir gleich mal. Weiter so. Ein Einzelziel belebt sich dreimal mit 30% der LP wieder. Das ist ja brutal. Was heißt denn das? Dreimal belebt es sich wieder. Wie jetzt? Das ist ja krank. Also Vanille ist ja richtig mächtig. Vitagar, Vitra, Tod, vernichte alle Ziele. Ach ja, stimmt. Ja, da war ja was. Okay, anfeuern. Wir machen mal anfeuern. Konzentrieren kann sie auch noch. Alter Schwede, die ist ja richtig mächtig. Anfeuern und konzentrieren kann sie auch noch. Da wir keine Magie benutzen dürfen, machen wir mal anfeuern, damit ja unsere physische Angriffskraft erhöht wird. So, Rosa soll mal scharf schießen. Sie hier soll bitte mal Klingeblitz aktivieren. Und Barz kann, glaube ich, nichts machen hier an der Stelle. Nein, der greift einfach normal an. Ja, alle anderen greifen mal normal an. Holla the Wood Fairy, sag ich da nur. So, dann machen wir nochmal erneut. Ach ja, sie aktiviert das jetzt die ganze Zeit, ne? Lassen wir sie mal normal angreifen, dann machen wir nochmal erneut. Alter Schwede, macht das großen Schaden. So, der Buff ist jetzt eh weg.
Wir buffen uns gleich noch einmal. Und zwar noch einmal mit Anfeuern. Feuer nochmal an hier. Jetzt will ich mal was testen. Lassen wir erstmal Barts angreifen. Okay, dann lassen wir mal Ferris angreifen. Mit Klingeblitz. Aha, sie macht extremen Schaden. Okay, machen wir mal Scharfschuss von Rosa. Holla, nicht schlecht. Dann lassen wir die anderen beiden mal angreifen. So, so. Sie greift auch an, dann machen wir erneut. Sehr gut. Und dann machen wir noch einmal erneut und dann haben wir diese Welle auch geschafft. Und die nächste Welle der Gegner fängt sich dann Limit Breaks. Und zwar eine ganze Menge Limit Breaks. Komm, wisst ihr was? Wir machen einfach mal jetzt Vanille's Limits. Tod. Vernichtung auf alle Ziele. Los geht's, Vanille! Das war ja cool, dieses Gelache eben. Na gut, jetzt zeigen wir den kompletten anderen Rest. Ja, Gegner ist versteinert, da sieht man nicht mehr viel Schaden an der Stelle. So, wir haben jetzt aber keine Weißmagie benutzt, glaube ich. Deswegen darf ich das Ganze nochmal machen. Habe ich völlig vergessen. Vor lauter Limitrausch und so ein Kram, ne? Wisst ihr Bescheid? Benutze Magie, das machen wir das nächste Mal dann. Wenn wir nochmal hier reingehen. Glibbersamen. Und Koloboss Donnermarsch. Aha. Aber zuerst müssen wir ein bisschen was benutzen. Nämlich hier oben. Tagesaufträge. Ja komm, wir machen mal das hier. Wir holen mal das hier ab. So. Damit haben wir 10 Energie mehr. Und beschwöre eine Einheit. Da haben wir nochmal 10 Energie mehr. So, sehr gut. Und wie viel haben wir jetzt? Naja, komm, da können wir auch gerade nochmal eins machen. Das letzte. So, abholen. Sehr schön. Ihr seht, jetzt sind wir wieder bei über 30. Deswegen habe ich das gemacht. Da muss ich nichts kaufen. Das muss man immer so ein bisschen geschickter machen. Machen wir jetzt doch mal das hier, bevor wir nochmal zurückgehen. Füge einem Gegner Wasserschaden zu. Schließe ab ohne einen kampfunfähigen Verbündeten. Füge einem Gegner Wasserschaden zu. Jetzt müssen wir jemanden suchen, der Wasserschaden machen kann. Snow kann Wasserschaden machen. Also nehmen wir Snow mit. Ich würde auch gerne mal Fang mitnehmen. Mal schauen, ob es da noch andere Charaktere gibt. Naja, leider nicht. Übrigens soll er Shizuru bald auf 6 Sterne verbessert werden. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hier seht, hat Shizuru schon 6 Sterne. Und dann wird es doch mal viele Anführer geben, die Shizuru am Anfang haben. Weil Shizuru einer der beliebtesten... Ich glaube, Shizuru ist sogar der beliebteste Brave Exvius-Charakter, der eben kein Hauptcharakter ist. So, dann brechen wir mal auf. Also der beliebteste Nicht-Hauptcharakter Brave Exvius-Charakter ist, glaube ich, Shizuru. Sehr, sehr, sehr stark. Dann machen wir jetzt erst einmal Wasserschaden mit Aquaschlag. Los geht's! Grandios! Und dann greifen wir mit dem Rest an. Overkill, sehr schön. So, das gleiche machen wir jetzt noch mit dem Zombie hier. Perfekt. So, okay, jetzt werden wir noch mal ein bisschen flächenschaderisieren. Damit, und das war's glaube ich sogar schon, wir machen aber trotzdem mal Scharfschießen hier. Vielleicht kann Lok ja noch ein bisschen, ach, er kann ja sogar Überraschungsangriff. Na, wir lassen ihn ein bisschen stehlen. Ne, so viel stehlen wie nur möglich. Er kann einfach mal Blitzgarisieren, so, und er kann sowieso nichts. Konntest nichts stehlen, das ist okay. Ich lege jetzt einfach immer wieder erneut an. So, Buch des Untergangs gestohlen oder so. Ja, man muss es ausnutzen, dass man Lok mit dabei hat. Jetzt klicke ich mal auf Auto, um da noch was zu stehlen von der Giftkröte.
Ich glaube, wir haben nichts gestohlen gerade. Ja, wir müssen es ausnutzen, dass wir Locke mit dabei haben und dass wir Rosa mit dabei haben, die er heilen kann. Ich mache mir hier Stehlen, so. Und dann stehen wir nochmal und machen dann sonst Limit Breaks. Nichts stehlen können, schade, aber ist auch egal. Supernova und überlegene Faust regeln das schon. Der Zombie ist stumm, dem hat es die Sprache verschlagen. Na gut, wir greifen nochmal mit allem an. Das bedeutet auch Donnersturm. Und dann ist auch dieser Zombie besiegt. Also ich muss echt sagen, wir haben ein richtig cooles Team auf die Beine gestellt. Man könnte darüber streiten, ob man Ferris austauscht, aber ich mag ihren Limit Break, ich mag Ferris sehr, sehr gerne und sie kann ein bisschen tanken. Zwar nicht so gut wie manch anderer, aber das ist in Ordnung. Das reicht erstmal für mich, wir brauchen noch nicht unbedingt einen Tank hier momentan. Aber grundsätzlich mag ich dieses Team sehr gerne. Wir haben einen mächtigen Magier, wir haben mächtigen Nahkämpfer oder Allround-Charakter. Ferris erfüllt ihren Zweck, sie wird auch später ein Break-Charakter sein. Wir haben einen Dieb, der uns hilft, besser Zeug zu stehlen. Und wir haben jemanden, der sehr gut heilen kann. Auch Magie heilen kann, eben MP. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen mit unseren Magiern. Und später, wenn wir irgendwann stark genug sind, müssen wir sowieso keine Sorgen mehr machen um Mana. Ja, das ist ja nur am Anfang so. Später haben die Charaktere ja mehr als genug Mana. Westausgang. Kostet auch 10 Energie, wir brauchen noch 20 Energie, dafür 10 und dann dafür nochmal, um das nochmal zu machen. Benutze Abgeben und besiege einen Amöbozoa mit einem Limitrausch. Okay, Amöbozoa. Na gut, das kriegen wir hin. Amöbozoa heißt das, glaube ich. Naja, wisst auch, ist auch egal. Jedenfalls prügeln wir alles weg und wir benutzen Abgeben. Das kann ja zum Glück der gute Bartz. Wen nehmen wir denn hier mit? Der Cecil vielleicht wäre ganz cool. Oder Edge. Edge wäre auch ziemlich cool, muss ich ja sagen. Ich habe den extra in der Freundesliste, nur weil es Edge ist. Refia. Ne, wisst ihr, wir nehmen Refia mit. Refia ist sehr mächtig. Sehr mächtige Weißmagierin. Und die hat auch maximale Stufe schon. Warum willst du zu deiner Mama, Emma? Warum? Wie warum? Das ist doch ganz normal. Willst du nicht zu deiner Mama? Meine Mama? Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt eine Mama habe. Entschuldigung. Ja, das weiß sie leider nicht, das ist ziemlich doof. Tja, dann wollen wir doch mal. Sie kann Erzengel. Und sie kann sogar auch ermutigen, das ist ja cool. Kann Stille, kann Vita Ja. Oder Vita Ja, wie auch immer. Weil das ja eher deutsche Namen sind, wie Medica oder Vitra. Würde ich mal sagen, dass es Vita Ja heißt. Im Englischen heißt es sowieso ein bisschen anders. Na gut, wir machen mal Ermutigen auf alle. So, dann werden wir gleich abgeben, aber das machen wir nicht jetzt sofort. Erst einmal machen wir Blitzgar auf alle, mal schauen, wie das wirkt. Bei diesen Altergelees, ja, die sind anfällig dafür, habe ich ja fast gedacht. Hier machen wir nochmal Klingelblitz, zack, und Bartz greift normal an, Rosa und Locke übrigens auch. Ach nein, ich wollte Locke stehlen lassen, Mist. Wenn wir schon so übermächtig sind, nur wisst ihr Bescheid. So, dann machen wir hier Stehlen. Zack, und dann erneut. Der Rest macht einfach erneut das, was sie am besten können. Angriffskraft wird erhöht. Und dann greifen sie an. So, ihr wisst ja, oh Mann, da mache ich mir keine Sorgen. Wir haben wieder nichts stehlen können, schade. Wir benutzen doch gleich mal Abgeben. Hier ist der Boss schon. Amöbozoa. Na gut. Erst einmal werden wir ihn schitudieren. So, schitudiere mal. 45.000 Lebenspunkte, kann nicht vergiftet werden, aber es ging alles andere normal. Na gut, wenn er gegen alles andere normal ist, dann werden wir jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen, nicht erzengelisieren, sondern ermutigen. Zack. Locke darf, er braucht eigentlich gar nicht stehlen, er macht einfach mal Überraschungsangriff. Und X-Death, warum kann der Eis, achso, der hat Schiefer angelegt, stimmt ja. Machen erstmal Ena auf sich selbst. So, sie hier soll bitte mal Klingelblitz machen. Und Rosa
soll bitte einfach mal scharf schießen. So, ne, Lebenspunkte sind doch in Ordnung. Und dann hauen wir einfach mal alles drauf, was wir haben hier noch. Sehr gut. Der macht Osmose, soll er ruhig. Ganz egal, wen er bestiehlt. Oh, er bestiehlt sogar ziemlich viel. Na gut. Jetzt soll Bartz bitte erst einmal abgeben. Und zwar an Rosa. Geht mal ab hier. So, Rosa macht doch dann gleich Wunder von Baron. Und Refia soll bitte mal, achso, sie kann gar nichts machen. Kann sie ihn vielleicht verstummen? Da kann ich mir Osmose machen. Hat irgendwie nicht so geklappt. Na gut, dann machen wir nochmal, er hat schon Ela gemacht. Er soll bitte mal Blitzgar machen. Lok soll bitte mystifizieren, das passt schon. Sie macht bitte mal Wunder von Baron. Ach ja, stimmt, das hätte ich hier vorne machen sollen. Mist. Und sie kann auch gleich nochmal Klingelblitz machen. So, dann machen wir erneut. Nein, nicht erneut. Mist. Ich wollte auf Auto gehen. Verdammt. Ja, ich spiele ein bisschen mit dem Gegner. Merkt ihr ja schon, ne? Der saugt viel Mana ab. Wir machen jetzt ein Blitzgar. Jetzt aber. Und der greift ganz normal an. Jetzt machen wir aber alles richtig. Klingelblitz. Sie kann auch gleich mal Stille nochmal versuchen. Er macht bitte nochmal Mystifizieren. So. Und sie soll bitte mal scharf schießen. So, jetzt aber. Das, was ich eigentlich haben wollte. Sehr schön. Okay, 0 Mana, müssen halt normal angreifen. Wir machen erneut. Jetzt ist er stumm. Super, da kann ich auch mal zeigen, wie das aussieht. Das Blöde ist nur, wir müssen ihn mit einem Limit Break besiegen. Das klappt nicht so richtig. Tja, dann werde ich das Ganze wohl wieder offscreen machen müssen. Das ist ja doof. Kann ich vielleicht abgeben hier? Warte mal. Abgeben an Xdev. So, gib mal ab. Nein, das hat nicht gereicht. Na gut. Dann lassen wir mal die zwei hier angreifen. Lok soll auch mal angreifen. Und dann werde ich nochmal, nein. Verteidigen die ganze Zeit. So, dann verteidigen wir mal. Lassen wir den nochmal sein Zeug durchziehen. Und dann aktivieren wir Bartz nochmal abgeben. Abgeben an Xdev. So, aber jetzt können wir ihn mit einem Limit Break besiegen. Und zwar erst den von Xdev und dann alles andere noch oben drauf. Wie hat das jetzt nicht gezählt? Was? Das gibt's doch nicht. Da habe ich mir die ganze Mühe umsonst gemacht. Chocobo. Na gut, ihr wisst Bescheid. Ich mache das Ganze nochmal offscreen. Geht ja gar nicht anders. Gut, ihr wisst ihr was? Wir machen das gleich jetzt nochmal. Wir haben ja genug Energie. 100 Lapis kriegen wir als Bonus. Das ist ja super klasse. Viele Erfahrungspunkte. Xdeath ist sogar ein Level gestiegen. Sehr schön. Also abgeben ist grundsätzlich sehr gut. Wir haben abgeben benutzt. Für besiege jemand mit einem Limitrausch. Ist das super klasse. In der nächsten Episode werden wir dorthin gehen. Nach Gorsas Gipfel. Aber jetzt werde ich nochmal ganz kurz. Ach, man kann es sogar erkunden. Okay, gut, dass ich nochmal reingeschaut habe. In der nächsten Episode erkunden wir den Marsch von Koloboss. Und in der übernächsten Episode gehen wir nach Gorlos Gipfel. Aber ich gehe jetzt nochmal kurz hier rein. Und besiege den nochmal mit einem Limitrausch. Wir nehmen auch einen starken Charakter mit. Nein, wir nehmen Fang mit. Ich glaube, ihr wollt bestimmt mal Fang in Action sehen, weil die auch neu ist. Und ich sehe hier, Draco Lesville haben wir auch schon mal gesehen. Hope wäre eigentlich auch ziemlich cool, mal in Action zu sehen. Aber ich nehme Fang mit, denn sie ist auch nicht zu stark. Dann kriegen wir auf jeden Fall unseren Limitrausch aufgeladen. Und wegen Kampffähig müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Wir schaffen das ja sowieso.
Na gut, greifen wir mit allem an. Wir bleiben im Automodus. Ja, Fang war, glaube ich, ein ganz Final Fantasy 13, der coolste Charakter, meiner Meinung nach. Der einzige Charakter, den ich wirklich mag, wahrscheinlich, weil sie ein Dragoon ist. Sprung, Aero-Walze und zum Walze und zum Kram muss man nicht unbedingt machen. Ich mache trotzdem mal Aero-Walze. Komm hier. Im Prinzip macht sie einfach nur ihren Auto-Attack. Oh, der ist sogar anfällig für Blitz. Und das Ganze macht Windschaden. Ja, also mehr ist das auch nicht. Sieht aber schon cool aus, muss ich sagen. Machen wir es nochmal. Also ihren Autoangriff. Ne, sieht schon cool aus. So. Oh mein Gott, er macht Giftschleim. Nein. Dann wollen wir doch mal... wo ist es denn? Poisona. Auf ihn, zack. Und dann machen wir einfach nur erneut. Denn ich will mir meine Limit Breaks aufheben. Ne, wisst ihr Bescheid? Trotzdem setze ich X-Death Limit Breaks gleich am Anfang mal ein. Ich bin mal gespannt, welche Statusveränderung der Gegner so bekommt. Bosskampf! So, wir versuchen nochmal ihn zu bestehlen mit Clown. Und dann machen wir mal Supernova. Ich konnte nichts stehlen, aber ist doch egal. Der ist blind geworden. Er ist versteinert. Was? Okay, also wir haben ihn jetzt mit einem Limit Break besiegt. Ist das geil, wenn man Boss auch versteinern kann. Wenn das jetzt nicht als mit Limit Break besiegt gilt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich meine, er ist zwar durch Versteinerung gestorben, aber wir haben ja einen Limit Break eingesetzt in der Runde, also muss das zählen. Es muss einfach. Lock ist ein Level gestiegen sogar, sehr gut. Es hat nicht gezählt als mit Limit Rausch besiegen. Das ist ja widerlich. Das heißt, man darf X-Death Limit Rausch bei ihm gar nicht einsetzen. Wir haben nicht genug Energie, um es nochmal zu machen, aber ihr wisst ja Bescheid. Ich werde noch einmal reingehen, ihn mit Limit Rausch besiegen. Und ich werde hier noch einmal reingehen, um dann... Was war das nochmal? Magie zu benutzen, genau. In der nächsten Episode machen wir dann... Ach, hier kommt es sowieso auch nochmal schnell. Machen wir dann die Erkundung von dem Marsch. Das ist ja cool. Also wenn Bosse nicht explizit immun sind gegen Versteinerung, hat X-Death sogar eine Instant-Kill-Chance bei diesen Bossen. Haben wir das auch rausgefunden, hat sich ja gelohnt. Wir machen jetzt noch die... Nein, nicht die Welt. Mensch, ist gerade verschoben. Wir machen jetzt noch die Arena hier. Aber noch ein kleines bisschen Zeit. So, Kolosseum. Betreten wir es mal. Runde 3, dass wir da auch vorankommen. Los geht's! Ja, wir machen das mal so auf diese Weise hier. Zack. Und da Klingelblitz. Ihr seht schon, warum das eine gute Kombination ist. Eins. Und zwei. Sehr schön. Machen wir doch ein bisschen Overkill hier. Warum eigentlich nicht? So aus Spaß. So. Die nächste Runde steht an. Aber ich glaube, hier auf Automodus zu gehen, geht am schnellsten hier. Dann können die Gegner sogar noch mal einmal angreifen, machen 54 Schaden mit dem kritischen Treffer. Nicht der Rede wert. Ja, keine Sorge, ich habe mir überlegt, wenn unsere Charaktere, so wie sie jetzt sind, auf Maximum Level sind und ich habe immer noch nicht die Möglichkeit, sie auf die nächste Ebene zu bringen, also auf 6 Sterne, zum Beispiel Bards und X-Death, dann werde ich sie austauschen, weil ich sie ja sowieso nicht mehr leveln kann und werde dann das nächste Team vorstellen. Ein Team, das größtenteils aus Final Fantasy 6 Charakteren besteht oder aus Bossen, das dürft ihr dann entscheiden. Das habe ich mir überlegt, extra für euch. So werde ich möglichst viele Charaktere zeigen im Laufe dieses Let's Plays. Natürlich geht das nicht ganz so schnell wie zum Beispiel bei Future Fight. Bei Future Fight ist es eher freundlicher für viele Charaktere. Hier ist es schwieriger, an Lapis zu kommen zum Beispiel, ja, und auch die Charaktere zu verdienen. Man braucht nämlich Beschwörungstickets und braucht Lapis. Und bei Future Fight kriegt man jeden Tag einen Charakter umsonst. Und hier ist das leider nicht so. Hier muss man sich die Charaktere hart ersparen. Und ich warte jetzt einfach, wie ich letzte Episode schon gesagt habe, auf Krile und auf Lena, bis einer von den beiden im Angebot ist, und dann haue ich alles raus. Und dann werden wir sowieso noch die anderen Charaktere irgendwie bekommen.
So, ach nee, das war's schon. Na gut, sehr schön. Da war ich gerade im Rausch wieder, ne? Wisst ihr Bescheid? Im Metzelrausch. Ja. In der nächsten Episode, wisst ihr Bescheid, werden wir ein bisschen erkunden und wir werden in der übernächsten Episode weitermachen in der Story. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir rein, was ich besser machen soll, dann mache ich alles besser. Ich danke wie immer herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und ich hoffe, ich darf in der nächsten Episode wieder mit begrüßen. Ihr wisst ja, ich freue mich riesig auf euch. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.